Herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar Plötzlich Geld, ein Leitfaden für Berufseinsteiger. Mein Name ist Marco Metzger, ich bin Geschäftsführer der Ypos Finanzplanung und möchte mich gleich mit Ihnen mit folgenden Themen befassen. Im ersten Teil des Webinars wollen wir uns mit den grundlegenden Zusammenhängen zu diesem Thema beschäftigen, während wir in einem weiteren, zweiten Webinar uns mit dem aktuellen Umfeld und den daraus resultierenden Auswirkungen auf Ihre Finanzplanung befassen. Nun, wie sollte man vorgehen? Grundsätzlich macht es Sinn, sich erst einmal mit dem etwas unspannenderen Teil, dem Thema Risikoabsicherung, zu befassen. Ist das Studium beendet, die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen, sollte man sich in einem ersten Schritt mit dem Thema Haftpflichtversicherung auseinandersetzen. Viele von Ihnen sind sicherlich vorher über die Familie abgesichert gewesen, haben sich vielleicht noch nicht so sehr damit befasst, sich hier separat eine Absicherung anzuschaffen, ist sicherlich ein wichtiges Thema, womit Sie sich unbedingt befassen sollten. Gleiches gilt für die Fragestellung, was ist eigentlich, wenn ich aus gesundheitlichen Gründen meinen Beruf nicht dauerhaft ausüben kann? Die beste Finanzvermögensplanung bringt im Zweifel nichts, wenn ich aus gesundheitlichen Gründen mein Einkommen dauerhaft nicht erzielen kann. Dritter wichtiger Baustein in dieser Säule ist das Thema Risikolebensversicherung, sicherlich insbesondere für Familien, vielleicht auch mit Kindern relevant. Immer dann, wenn eine dritte Person von Ihnen, von Ihrem Einkommen abhängig ist, sollte das sicherlich ein Thema sein, was früher oder später auf der Agenda stehen sollte. Habe ich mich mit dem etwas unspannenderen Teil der Risikoabsicherung beschäftigt, sollte ich in einem nächsten Schritt mir die Frage stellen, welche Rücklage habe ich überhaupt? Ist vielleicht der Aufbau einer Rücklage notwendig? Hier geht es insbesondere um die Fragestellung, wie bezahle ich den nächsten Urlaub? Was ist, wenn das Auto, der Kühlschrank oder irgendetwas kaputt geht und ich mal finanziell relativ schnell über Vermögen verfügen muss? Hier muss man sagen, gibt es im heutigen Umfeld sicherlich nur das Tagesgeldkonto, was für den Aufbau oder den Erhalt der Rücklage in Frage kommt. Insbesondere darauf zu achten ist, dass man bei einer Bank dieses Konto eröffnet und führt, die dem Deutschen Einlagensicherungsfonds untersteht. Habe ich mich auch mit diesem Thema auseinandergesetzt, komme ich zu dem etwas oder wahrscheinlich zu dem spannendsten Teil, dem Thema Kapitalanlage und Vermögensaufbau. Hierbei ist insbesondere die Zielstellung eine wichtige Fragestellung, denn je konkreter ich meine Ziele kenne, desto genauer kann ich meine Finanzplanung danach ausrichten. Habe ich also das Ziel, in einigen Jahren eine eigene Immobilie zu erwerben? Vielleicht möchte ich auch beruflich aussteigen und auf einer einsamen Insel leben, den Ruhestand genießen. Oder ich habe vielleicht auch gar keine Ahnung, aber ich will eben, dass mein Vermögen ausgebaut wird und vor allen Dingen, dass es nicht weniger wird. Häufig ist es so, dass viele dieser Ziele sich aneinander ergänzen. Wichtig hierbei ist, je konkreter ich meine eigenen Ziele quantifizieren kann, desto genauer kann ich meine Finanzplanung danach ausrichten und muss nicht irgendwo anfangen, ins Blinde hineinzusparen. Um herauszufinden, welche Geldanlage am besten zu mir und meinen persönlichen Lebensumständen passt, muss ich wissen, welche Eigenschaften besonders wichtig sind. Hier gibt es grundsätzlich drei Ziele bei jeder Kapitalanlage. Das ist das Thema Sicherheit, das ist das Thema Liquidität und das ist das Thema Rentabilität. Diese drei Eigenschaften einer Geldanlage stehen in Konkurrenz zueinander. Es gibt eigentlich keine Anlageform, die alle drei Kriterien gleichzeitig erfüllt. Demnach stehen diese so ein bisschen auch im Widerspruch zueinander. Und wichtig ist, die Anlage sollte sich ableiten eben aus ihrem Anlagehorizont, aus ihrer persönlichen Risikobereitschaft, aber eben auch aus dem Thema, welche Ziele verfolge ich eigentlich. Habe ich zum Beispiel das Ziel, in einigen Jahren eine Immobilie zu erwerben, ist mir das Thema Liquidität bei meiner Geldanlage entsprechend sehr wichtig, weil es muss sichergestellt sein, dass das Kapital eben jederzeit verfügbar ist, eben dann, wenn ich mich entscheide, tatsächlich den Immobilienerwerb zu verfolgen. Gleichzeitig sollte es eine sichere Anlage sein, aber im aktuellen Niedrigzinsumfeld geht diese Anlage sicherlich auf Kosten der Rentabilität. Und diesen Spannungsbogen habe ich bei jeder Art der Kapitalanlage. Will ich langfristig für den Ruhestand vorsorgen, brauche ich möglicherweise eine gewisse Rendite, um meine Ziele erreichen zu können. Das Ganze soll möglichst auch noch sicher sein. Dann geht das Ganze eben im Zweifel auf Kosten der Liquidität, sprich der Verfügbarkeit meiner Kapitalanlage. Welche Formen der Kapitalanlage zum Vermögensaufbau gibt es? Nun, wie eben bereits vorgestellt, haben wir auf der einen Seite das Tagesgeldkonto. Dieses hat
die Vorteile der hohen Flexibilität und der jederzeitigen Verfügbarkeit. Allerdings haben wir momentan keine bzw. relativ niedrige Zinsen. Das heißt, hier droht ein realer Vermögensverlust. Auf der anderen Seite kann ich ein Wertpapierdepot eröffnen. Hierbei habe ich die Vorteile, dass ich die Kapitalanlage möglichst flexibel gestalten kann. Ich habe die volle Entscheidungsmacht und Kontrolle über meine Anlage und kann das Ganze eben sehr transparent gestalten. Die Nachteile des Wertpapierdepots liegen zum einen darin, dass ich keine steuerliche Förderung auf meine Kapitalanlage erhalte, dass ich die Erträge mit der Abgeltungssteuer versteuern muss und typischerweise ist zumindest im Vergleich zum Tagesgeldkonto eine geringere Verfügbarkeit gegeben, auch wenn einige Wertpapiere bzw. die meisten doch täglich an der Börse gehandelt werden können. Ich habe die Möglichkeit, das ganze Kapital in Form einer Versicherungslösung aufzubauen. Hier habe ich den Vorteil, dass ich zumindest auf der langfristigen Ebene über einen Steuerstundungseffekt durch das Versicherungsprivileg verfüge. Moderne Tarife bieten hierbei auch relativ hohe Flexibilität und Transparenz. Der Nachteil ist auch hier, im Rahmen einer privaten Versicherungslösung habe ich keinerlei steuerliche Förderung, habe eben je nach Gestaltung häufig hohe Kosten und eine zumindest wiederum im Vergleich zum Wertpapierdepot oder zum Tagesgeldkonto geringere Flexibilität. Im nächsten Schritt habe ich die Möglichkeit, die steuerlich geförderte Altersvorsorge, sprich die sogenannte Schicht 1 und Schicht 2 für den Kapitalaufbau zu wählen. Dies ist insbesondere zum Beispiel die Basisrente, die Riester-Rente, die betriebliche Altersvorsorge. Die Vorteile hierbei sind typischerweise in der steuerlichen Förderung. Die Nachteile sind häufig kein oder wenig Einflussnahme und eben sehr starre Konstruktionen, was wiederum vor allen Dingen auch auf Kosten der Flexibilität geht. Wichtig bei allen Arten der Kapitalanlage ist, die eierlegende Wollmilchsau gibt es nicht. Weder das Tagesgeldkonto, das Wertpapierdepot oder irgendeine Art der Versicherungslösung verknüpfen alle Eigenschaften, die ich bei möglichst vielen Zielstellungen verfolge. Das heißt, wichtig, was Sie unbedingt mitnehmen sollen, ist die Kernfrage, welche Streuung ist bei den Formen der möglichen Geldanlage für mich sinnvoll, welche Zielstellungen verfolge ich. Und darauf ableitend baue ich mir eben meine persönliche Anlagestrategie zusammen. Das war's für den ersten Teil der Webinarserie. Im zweiten Teil werden wir uns mit dem Niedrigzinsumfeld und den damit verbundenen Herausforderungen befassen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und einen schönen Tag. Wiedersehen.